Willkommen zurück zur Lego Star Wars Saga. Wir sitzen hier auf dem Todesstern in der neuen Hoffnung noch und müssen jetzt Chewbacca und ich warten hier, irgendwas machen. Bis ihr den Weg zum Kontrollraum gesichert habt. Je weniger Wookies unterwegs sind, desto eher bleiben wir unentdeckt. Okay. So machen wir das. Obi? Wir müssen höher rauf. Genauer gesagt, in den Kontrollraum. Da oben. Kriegen wir hin, los geht's. Was ist mit ihm hier? Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Wo sind diese Wartungsdruiden, wenn man mal einen braucht? So, mal gucken, wo die Wartungsdruiden sind. Sollten wir am Terminal vorbeikommen. Ich will jetzt ja auch nicht rumballern, ne? Also, ausnahmsweise mal. Aber wir sind ja auch noch nicht in der Station selbst, so, ne? Ich denke, wir müssen hier durch. Ich kann das verwenden. Oben. Rechts, oben, unten. Oben, rechts, oben, unten. Grüße. Hey, diese Uniformen haben Thermaldetonatoren. Ob wir das Ding damit ausschalten können? Puff. R2 Schnee 2. Randa. So, einmal den. Dann machen wir den zweimal und öffnen. Und Dragon. Okay. Ist hier noch irgendwas zum Hacken, Alter? Oder muss ich halt nur warten, bis es hochgefahren ist, oder was? Kollabiert. Aber warum? Ja. Entschuldigung. Weiß ich noch nicht genau warum. Ja, der Strom geht hier durch. Okay. Wir können hier nirgendwo lang. Dieser Mausdroide da. Mit dem scheiß Helm auf dem Kopf. Es muss ja hier irgendwas sein. Aber ich kann halt nicht beide aktivieren, habe ich so das Gefühl. Ach doch, ich war noch zu langsam, weil ich zu doof bin. Ja gut. Jetzt sollte die Tür zum Kontrollraum wieder öffnen. Jetzt hat er sich auch beruhigt. Der Bruder da. Grüße. Grüße. Hallo. Hallo. Mission starten. Ja. Imperiale Landungstransporter, Wächterklasse. Geil. Ding Dong. Oh, hallo. Was kann ich heute für euch? Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Die Prinzessin. Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du,
Wir gucken erstmal das Katzenvideo da. Toll. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Ich habe hier. Weil wir die Prinzessin retten müssen, darum. So, wir ballern natürlich wieder, ne? Verschwinde und lass dich hier nicht mehr blicken. Es herrscht höchste Alarmstufe. Hier ist ein Eindringling an Bord. Die Turbolifte bleiben alle abgeschaltet, bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Wir töten sie einfach alle. Und töten jeden, der uns in die Quere kommt. Aber sonst gibt's hier nichts zu sehen. Müssen noch ein paar Sachen zerstören. Kurz den Alarm wieder abschalten. Jetzt geht er auf den Sack. Muss halt nur, wie gesagt, muss halt ein paar Pünktchen machen. Und ein bisschen ballern. Dadurch halt. Was wird denn hier angezeigt jetzt? Granate werfen. Schau! Ein Plan B! Findet die Eindringlinge! Oh! Nervig, der Alarm. Mal aus da. Alle Lüfte sind gesperrt, bis wir sie gefunden haben. Ja, ja, sehr gut. Lass mal los hier. Wir haben den Plan B, der geht nach oben. I'm stuck. Stepro, I'm stuck. Ja. Da kann man nichts mehr zerschießen. So, müssen wir denn raus? Da. Chewie hat da unten irgendwas gehabt, oder? Alles dahinter. Okay. Habe ich nichts gesagt, habe ich nichts gesagt. Können wir halt nicht so genau erkennen, auf welcher Seite das jetzt ist. Deswegen war ich da jetzt gerade ein bisschen irritiert. Hier gehen wir durch die Decke. Wir töten sie alle. Wir machen den kompletten Todesstern sauber. Aber mal aus den Lärm hier. Muss noch ein paar Pünktchen fahren hier. Ich sollte jetzt eigentlich beim All-You-Can-Eat-Buffet in der Kantina in Sektor N1 sein. Findet die Rebellen! Was ist denn für Rebellen? Hier ist ein Wasserspender. Kein Rebellen, Mann. Wasserspender, Bruder. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Da rennt schon wieder einer, um Alarm zu machen. Wir haben echt schon wieder Krach angemacht. Mann. Lasst es doch. Ja, wir finden die Rebellen doch. Ist doch gar kein Problem. Wenn du respektiert werden willst, muss ich dich selbst respektieren. Das ist schon mal eine sehr gute Weisheit. Hoppla, hoppla. Ist das noch an? Hier, ballert's. Irgendwo mir in die Seite. Geh weg. Da kommt auch schon wieder wer. Geht weg. Jetzt mal Ruhe hier, bitte. Versucht doch nur diesen verdammten Todesstern zu erkunden. Mehr mach ich doch gar nicht. Ich will doch nur den Todesstern erkunden. Ein bisschen. Damit zerstören wir noch die Hälfte des Dings, des Sterns. Aber wo ging das da hinten hin? Da müssen wir lang, ne? Oder hier lang, das geht auch.
Aber ich würde mal sagen, hier waren wir schon. Ja, hier ist der Anfang. Ja. Nüsse. Das ist der Anfang. Vom Ende. Noch ein, zwei Sachen zerstören. Na, die Punkte sind wichtig. Ich sagte es ja, wir müssen wieder ein wahrer Jedi werden. Jedes Mal. Jetzt. Endlich. Löse mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringlingen warnen. Wir müssen die Truppen irgendwie dazu bringen, dass sie die Suche einstellen sollen. Na, auf uns werden sie kaum hören. Hinsetzen. Okay. Gucken. Machen wir jetzt mal alles kaputt. So weit wie es geht, ne? Den Fressenwagen zerlegen hier. Oh, der sieht aus wie Darth Vader. Naja, nicht wirklich, aber. Er soll wohl danach dann aussehen. Ey, das hier alles zerklöppeln, ey? Passt alles auf jeden Fall, ja. Geil. Das wird nie funktionieren. Die Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Okay. Die Dings hier. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Nein. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewie? Moin. Vorsicht, er hat sich losgerissen. Sitzt du wieder so komisch rum? Mach ihn weg. Das ist Chewie. Da ist der Boss. Da sind wir wieder. Der wahre Jedi ist wieder unter uns. Ich bin the Jedi Master of Disaster. Hallo? Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Was ist passiert? Eine unbedeutende Waffenfunktionsstörung. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung, also wie gewohnt. Vielen Dank. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktorleck hier. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukriegen. Ein sehr großes Leck. Sehr gefährlich. Sehr schlecht, Doktor. Nimm uns deine Dienstnummer. Meine Dienstnummer ist 2464. Genau, 2464. 2464? Das ist meine Dienstnummer. Nimmst du mich etwa auf den Arm, Kumpel? Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Ich suche dich. Nein, 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 nein. Ich versichere, ich bin kein Spion. Ich glaub dir kein Wort. Ich frage ein letztes Mal. Wie lauten dein Name und deine Dienstnummer? Hier spricht der Hausmeister. Braucht ihr neue Handtücher? Was ist los da oben? Ich stelle sofort einen Trupp zusammen und komme zu euch raus. Nein, nein. Wir bringen Ihnen die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grund zur... Hallo? Kommen die noch einmal her? Also die Gespräche sind schon sehr geil, ne? Also da kann man nichts gegen sagen, ne? Nein. So, Leia sagt, wir brauchen ein Dreieck. Die alte, geile Ratte. Dann brauchen wir dieses komische Ding. Was da? Und als letztes so ein alles viereckiges Ding. Danke, Leia.
War sehr freundlich von dir. Nehmen wir nochmal eine Blaster mit hier. Hier drücken wir auch mal drauf. Hey, mach ich das Licht mit an und aus? Wer ist denn das? Das nehmen wir doch einfach mit. Das nehmen wir doch mit, oder? Kein Problem. Waren wir mal zurückgegangen. Was kann denn Chewie hier machen? Ich weiß nicht, was Chewie da machen kann. Ich hab eine Armbrust, ja. Stimmt. Hat ja dann diese Division, genau, dann knallt es jetzt einmal richtig. Ja, Mann, das war Chewbacca. Nice. Na, holen wir die Prinzessin und gehen. Überall sitzen sie. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Da kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Los, in den Müllschacht, Fliegerass. Los, rein damit dir, du haarige Boje. Dann stehst du halt. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimm. 3PO! Melde dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Achtung! Was ist das? Das Auge! Dianoga. Ein Dianoga. Was auch immer das ist. Dieses hässliche Ding. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Auf jeden Fall die Arme entfernen. Das ist ganz wichtig. Das Auge muss hart ins Auge kriegen hier. Wir gehen aus dem Weg. Müssen hier ein bisschen ballern. Das Auge frisst hart. Lass die Wände ruhig bewegen. Wir töten ihn. Es wird noch schlimmer. Die Wände bewegen sich wieder. Ich weiß. 3PO! Denn alle Mülltreppen auf der Inhaftierungsebene ab! Was soll ich? Alle abschalten! Geht aus dem Weg! Muss das Vieh töten. Die neue VT-16 ist eine Wucht. Ja. Verzeih die Störung, aber er... Was war das? Halt's Maul jetzt! Kleine Druide! Ach, nichts weiter. Sicher wieder so eine Übung. Kommt, Freunde. Wir müssen schnell sein. Und leise. Und leise. Du sollst leise sein. Ein betörender Plan, freigeschaltet. Wahrer Jedi natürlich. Natürlich ist es jetzt nicht, aber... Nichts herausgefordert. Einen. Und einen Chewbacca. Einen Han und einen Luke.
Haben wir bekommen. Können wir zurückgehen? Okay, das ist noch keine Mission hier. Das ist noch keine Mission, Leute. Er hat sich einen Kaffee gemacht. Da stand echt Darth Vader und hat sich einen Kaffee gemacht. Kann man machen. Was gibt's, R2? Er sagt, die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Aber dazu müssen wir an Wachleuten vorbei. Na dann. Wenn es weiter nichts ist, dann gehen wir dann an den Traktorstrahlsteuerungen vorbei. Also, Fantastisch. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier entlang. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Dann zerstören wir sie halt. Hat nicht so ganz geklappt, wie es sollte, wisst ihr. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte die Sicherheit hier mal überdenken. Das sollte er. Aber bevor wir die Mission dort starten, hier mitten im Todesstern an den Traktorstrahlen, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich doch sehr. Bis dahin und tschüss.